Titelhattrick geschafft. Zum dritten Mal in Folge nimmt der Heidelberger RK den Pokal entgegen und krönt sich zum deutschen Rugbymeister. Der HRK setzt sich im Finale mit 17:0 gegen den Lokalrivalen SC Neuenheim durch. Also wir hatten viele Debütantinnen, für die war das ganz aufregend. Die alten Hasen waren so, okay, wir wollen das dritte Mal holen. Also richtig stolz, wir haben hart gearbeitet und es hat sich ausgezahlt. Zu den alten Hasen gehört auch Johanna Hacker. Die Nationalspielerin legt 3 Versuche, bedeutet, sie macht 15 von 17 Punkten. Es ist Hackers 6. Meistertitel. Also vor allem auf den Titel bin ich total stolz, weil gerade das letzte Spiel gegen den SCN war so knapp und ich habe ein sehr, sehr knappes Spiel erwartet. Es ist auch knapp, 3 Versuche ist nicht viel für ein Finale, auf keinen Fall. Aber ich bin einfach froh, dass es jetzt rum ist, dass wir es gepackt haben. Das ist so toll. Anders ist die Gemütslage beim SCN. Die Neuenheimerinnen haben viel Ballbesitz, können das Spielgerät aber nicht in der gegnerischen Endzone ablegen. Somit muss der SCN weiter auf den ersten Titel seit 2017 warten. Und zum dritten Mal in Folge gibt es die Silbermedaille und Blumen für die Kapitänin. Am Ende des Tages verliert keiner gern, aber es war ein mega, mega hartes Spiel. Mega gut, ich bin super stolz auf uns, dass wir es bisher geschafft haben und uns dementsprechend auch mega verbessert haben im Vergleich zu den letzten Jahren. Das Ergebnis spiegelt nicht ganz das Spiel wider, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, keiner hat so wirklich dominiert. Die haben unsere Fehler genutzt, wir konnten deren Fehler nicht ganz nutzen, aber letztendlich war es ein sehr faires und hartes Spiel und es hat mega Spaß gemacht. Und dieses Spiel, SCN gegen HRK, das ist nicht nur ein Derby. Es sind die 2 besten deutschen Teams, es treffen Nationalmannschaftskolleginnen und auch Freundinnen aufeinander. Und tatsächlich ist es ja so, dass Spielerinnen von uns mit Spielerinnen vom HRK in WGs wohnen. Also wir kennen uns einfach unglaublich gut, also auch privat teilweise eben. Und das macht es natürlich auch speziell. Und ich glaube, wir haben heute beide Mannschaften Werbung fürs Frauenrugby gemacht. Und das machen die Spiele halt so besonders, wenn sie so knapp sind. Alles andere als knapp ist in den vergangenen Jahren allerdings der Kampf um den Titel. Der HRK dominiert die Liga, gewinnt den insgesamt 10. Meistertitel und hat weiterhin viel vor. Unser Ziel ist nicht nur, unsere Liga zu gewinnen, sondern die beste Entwicklung zu machen, die wir machen können. Also wir haben uns intern Ziele gesetzt, um die beste Mannschaft zu sein, den es jemals hier im Frauenrugby gibt. Und wir wollen das deutsche Frauenrugby nach vorne treiben. Und da ist unsere Motivation. Doch noch ist der SC Neuenheim mit 14 Titeln deutscher Rekordmeister. Es wird also ein hart umkämpftes Duell zwischen den beiden besten deutschen Mannschaften bleiben. Ein Duell, das die beiden auf jeden Fall gerne annehmen wollen. Sophie und Johanna Hacker, erst nochmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der deutschen Meisterschaft. Was können Sie besser, Rugby spielen oder die Meisterschaft feiern? Beides ist sehr gut, würde ich sagen. Also natürlich sind wir sehr gerne deutscher Meister, aber das Feiern mit dem Team danach ist natürlich noch besser. Ja. Wenn man es von außen mal betrachtet, also aus anderen Sportarten kennt man das nicht unbedingt, dass dann eben auch beide Teams, die Gegner sind, dann miteinander feiern. Klar, geografisch in der Nähe, entsprechend bilden sich da viele Freundschaften. Wie ist das? Also ich glaube, Rugby ist da einfach besonders. Im Rugby ist es wirklich so, wenn man vom Feld läuft, ist wieder alles vergessen, was auf dem Feld passiert ist. Und dann gehen wir auch zusammen feiern. Die Mädels vom SCN kommen zu uns. Wir gehen gerne auch mit denen weg. Aber es gehört einfach dazu. Also jetzt ist schon mal dieser Meistertitel in trockenen Tüchern. Aber es gibt ja auch noch einen weiteren Wettbewerb. 7er Rugby steht auch noch an. Da heißt es wieder, den Titel zurückholen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist dieses Jahr auch ziemlich hart. Inwiefern? Es ist gegen Hannover, ne? Ja, es ist, also wo die Meisterschaft ist, ist glaube ich noch nicht fest. Aber es gibt eine kleine Terminkollision mit der Europameisterschaft der U18er. Ja. Und wir haben viele junge Spielerinnen bei uns im Team und das wird uns natürlich hart treffen. Aber wir versuchen natürlich das Beste herauszuholen in dieser Meisterschaft und den Titel wieder nach Heidelberg zu holen. Also der große Gegner Hannover, der es nämlich im vergangenen Jahr gepackt hatte. Genau, die haben im Finale, glaube ich, 10-7, 12-7, irgendwie so gewonnen. Ja. Haben eine Minute vor Schluss den letzten Versuch gelegt. Dadurch haben wir verloren, aber muss man leider auch im Sport erleiden. Knappe Kiste. Und wenn man jetzt auch nochmal auf dieses Ergebnis schaut, 17:0, das klingt jetzt erstmal irgendwie dominant, aber haben wir eben ja auch schon im Beitrag gehört, ist es tatsächlich gar nicht. Also beide Mannschaften doch relativ eng und nah. Ja, es war überhaupt nicht so dominant, wie es die letzten Jahre war. Mhm. Wir haben einfach nur, wie die Laura schon im Interview gesagt hat, deren Fehler
gut genutzt und unsere Verteidigung stand halt wie eine Eins. Die sind auch, obwohl sie sehr viel in unserer Hälfte waren, nicht reingekommen. Einmal, und da hat unsere Verteidigung auch gehalten. Und deswegen hat halt eben die Verteidigung diese Meisterschaft gewonnen. Kann man sich von neutraler Seite auf jeden Fall dann freuen, wenn es dann in der Zukunft auch weiterhin ein gutes Duell auf Augenhöhe bleibt. Konkurrenz braucht man natürlich auch, auch wenn der Trainer sagt, wir wollen die dominante Nummer 1, so übersetze ich es mal, sein. Ja, also Nummer 1 bedeutet ja nicht immer, dass man mit 100-0 gewinnen muss. Nummer 1 kann ja auch mal ein knappes Spiel sein. Ja. Und ich glaube, so meinte das unser Trainer und so wollen wir das natürlich auch haben, unsere Dominanz unterstreichen, indem wir einfach die anderen Frauenmannschaften auch pushen, auch uns irgendwie zu stacheln, anzustacheln. Mhm. Wichtig auch für die gesamte Weiterentwicklung des Rugby-Sports in Deutschland, denn jetzt für Paris beispielsweise sind weder bei den Frauen noch bei den Männern die Mannschaften qualifiziert. Fernziel 2028 dann? Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr hochgestecktes Ziel. Wollen wir natürlich erreichen, dafür müssen wir uns 2027 qualifizieren. Aber es ist machbar, wenn wir zusammenhalten als Team, natürlich dann auch die Essenerin und wir zusammen und natürlich noch welche aus Hannover, aus ganz Deutschland. Aber ja, ist auf jeden Fall machbar. Wir drücken fest die Daumen, Sophie und Johanna Hacker. Vielen herzlichen Dank, Grüße an die Mannschaftskollegin.